8 Minuten vor 9. Charlotte Kalinda ist bei uns. Stimmt es das? Ich habe kann so viele Fragen. Lass uns direkt loslegen. Stimmt es, dass Rauchen den Augen schadet? Ja. Schadet Rauchen nicht allem? Rauchen schadet allem. Mhm. Das kann ich leider nur bejahen und bestätigen und daran appellieren. Also sonst habe ich ja keine Verbote, aber beim Rauchen, da bin ich rigoros. Es schadet den Augen auch, weil es ja auch die Gefäße, die zum Auge führen und auch im Auge sind, betrifft. Und dementsprechend hat man eben rausgefunden, jetzt auch noch mal in neuen Studien, dass man schlechter die Farben unterscheiden kann, dass das Auge schneller altert. Also es ist leider auch fürs Auge nicht gut. Das stinkt Auto und dann Brandflecken. Eben. Also nenn mir einen Grund, wofür es gut ist. Ich habe wirklich noch keine Vorteile gefunden. Ja, und vor allem sagte der Gast oben, dass Raucher nur rauchen, weil sie sich 5 Minuten am Tag so fühlen wollen durch die Zigaretten wie Nichtraucher den ganzen Tag, nämlich entspannt. So, der nächste bitte. Ja, stimmt es, dass Menschen mit Humor den besseren Sex haben? Hat man auch eine Studie gemacht. Da fragt man sich manchmal, wie die Menschen auf diese Studien kommen. Aber man hat eben herausgefunden, dass Menschen, die entspannter und lustiger sind, eben auch mit ihrem Körper entspannter umgehen und dementsprechend Granaten im Bett sind. Also das heißt, man kann jetzt aufhören zu tindern. Man kann einfach die Menschen treffen, wenn die lustig sind und Witze machen, wie wir. Dann. Ist ja auch wichtig, dass man mal lachen kann, wenn irgendwas mal nicht so läuft, wie man. Ja, also es kann ja nicht alles immer. Genau, und auch drüber sprechen und alles, was dazugehört. Der nächste bitte. Stimmt es, dass spezielle Shampoos die Haare schneller wachsen lassen? Also auf das Shampoo warte ich ja noch. Ja, man sagt es dem koffeinhaltigen Shampoo nach. Aber Haare haben mehrere Phasen. Also sie wachsen, dann hören sie auf zu wachsen, dann fallen sie aus. Und das sind Phasen, also manchmal ist es auch Placebo, aber wer möchte, kann sehr gerne ein koffeinhaltiges Shampoo verwenden und dann soll es ein bisschen schneller wachsen. Mhm. Der nächste bitte. Stimmt es, dass man Küchenabfälle nicht wegwerfen soll? Auf gar keinen Fall. Es kommt natürlich darauf an, welche. Zwiebelschale zum Beispiel kann man einweichen und es ergibt einen ganz fantastischen Braunton für die Haare, wer es möchte. Also vielleicht das nächste Mal, ich weiß nicht, ob du färbst oder nicht. Dann eher etwas heller färben. Also wenn nur noch Zitrone, glaube ich, ist da dann der richtige Weg. Zitrone ist auch gut. Man kann übrigens aus Zitronenschale, wo du es gerade sagst, und Orangenschale einen ganz hervorragenden Tee machen. Mm, aus Kartoffelschale kann man Chips machen. Müssen dann aber schon wieder Bio-Orangen sein? Ja, natürlich. Das. Der Kaffeesatz ist besonders gut. Den kann man wiederum für die Haare nehmen. Das Thema hatten wir ja eben, ne? Koffeinhaltig. Oder als Peeling für die Haut. Und ich kann nachher, ich werde bei Instagram mal alles posten, was man mit den ganzen Abfällen machen kann. Das ist ein Wahnsinn. Sehr gerne. Der nächste bitte. Stimmt es, dass ein langer Arbeitsweg dick macht? Ja, auch das hat man herausgefunden. Heute lauter Ja's. Weil man eben auf diesem längeren Arbeitsweg natürlich Zeit verliert, die man am Tag sonst nutzen könnte. Man ist frustrierter, man steht mehr im Stau. Dadurch isst man ungesunde Snacks. Man hat weniger Zeit zum Kochen, weniger Zeit, um Sport zu machen. Also insgesamt ist dieser lange Arbeitsweg einfach mühselig, belastet die Menschen. Dann ist es heiß im Sommer und man hat diese lange Strecke. Und lange Strecken fährt man ja in der Regel auch nicht mit dem Fahrrad. Und dementsprechend sitzt man dann im Auto, sitzt mehr. Sitzen ist sowieso nicht gut. Also lieber kürzere Arbeitswege. Ist in Berlin halt zum Beispiel schwierig. Oder wenn man jetzt vom Land in die Selbst wenn der Arbeitsweg kurz ist, dauert es sehr lang. Das ist ja das Problem. Ja, das ist das Problem, genau. Oder man nimmt dann das Fahrrad. So, der nächste bitte. Stimmt es, dass warmes Frühstück besser ist als kaltes? Viel, viel besser. Für die Verdauung, die läuft besser, für den Stoffwechsel. Und deswegen empfehle ich ja immer noch das, was früher Oma Haferschleim genannt hat, Porridge. Es ist und bleibt ein absoluter Knaller. Ne? Es ist einfach Haferflocken in Milch oder Wasser aufgekocht. Und dann kann man das mit Granatapfel, mit verschiedenen Zutaten, ich finde, es ist so lecker, mit Blaubeeren. Ja, ein kleines bisschen Zimt und Honig rein, das schmeckt wunderbar. Ja, Blaubeeren. Blaubeeren. Der nächste bitte. Ist noch nicht so weit, Charlotte. Ach, ist noch nicht so weit. Ich warte auf den Blaubeeren. Und man ist vor allem sehr, sehr lange satt. Das wollte ich gerne noch sagen. Ja. Weil dann kann man sich den Mittagstisch oft sparen. Ja. Und das wiederum ist gut für die Figur. Genau, man bleibt sehr lange satt. Und deswegen, also gleich ein Porridge machen. Ich mache dir auch gleich eins. Der nächste bitte. Stimmt es, dass schlechte Zähne Alzheimer verursachen können? Hä? Ja. Ja, es geht da um ein bestimmtes Bakterium mit einem sehr langen Namen. Den erspare ich dir. Und man hat festgestellt, dass oder das sich eben du auch... Dir. Oder mir. Ja, genau. In dem Fall auch. Nein, was ist natürlich. Und das hat man eben gefunden. Das verursacht Ablagerung und dementsprechend scheint das im Zusammenhang zu stehen, nach aktueller Studienlage. Tja, liebe Zuschauer, jetzt hat Charlotte es mal wieder geschafft. Sie hat 30 Sekunden zu lang geschnattert und deshalb müssen wir die Blaubeeren nach hinten verschieben. Machen wir die in der Verabschiedung. Das ist der perfekte Teaser. Aber wirklich. Also erfahren Sie gleich, was es mit den Blaubeeren auf sich hat. Danke, Charlotte. Unfassbar.